Es läuft derzeit noch ein Gewinnspiel bis zum 24.02.2018. Merkt euch dafür mal bitte den Buchstaben B, falls ihr überhaupt noch mitmacht. Wir sind in der letzten Folge hier im Lager der Dalish Elfen angekommen, im Brazilian Wald oder an dessen Rand. Und ja, wir sollen einen Fluch von den Werwölfen aufheben, der mittlerweile nämlich auch auf einigen Dalish Elfen lastet, die von diesen Werwölfen angegriffen wurden. Das ist natürlich blöd. Dazu müssen wir den Ursprung des Werwolfsfluchs bekämpfen und das ist der Wolf Schattenreißer, der sich irgendwo im Brazilian Wald aufhält. Der Schreckenswolf, diese Statue ist Fenharil, dem Schreckenswolf gewidmet. Irgendwas stand da eben, ich kann es leider nicht mehr lesen. Wir werden jetzt hier noch mit den ganzen Leuten reden und dann mal gucken, ob wir unseren Marsch in den Wald beginnen können. Anathera, grauer Wächter. Okay, du hast ja wahnsinnig viel zu sagen. Was ist denn hier mit Gaynor? Enderen Etishen, Fremder. Ist das nicht die, die für die Geschichte zuständig ist irgendwie? Wer seid ihr? Ich bin Gaynor. Kann ich euch irgendwie helfen? Eine der wenigen Dalish-Elfen, die so keine Tätowierungen haben. Wir haben das ja gesehen, dass die ganz viele Tätowierungen haben, die anderen, aber die irgendwie gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch weiterhelfen kann, aber ich werde es versuchen. Ich würde gerne mehr über euer Volk erfahren. Dann solltet ihr mit Lanaya sprechen. Sie ist die Priorin des Hüters und weiß viel über derartige Dinge. Okay, dann meinte ich eben die. Was könnt ihr mir über Zethrian sagen? Zethrian? Er war schon unser Hüter lange bevor die Eltern meiner Eltern geboren wurden. Was möchtet ihr über ihn wissen? Was genau ist ein Hüter? Er behütet uns. Und er behütet das Wissen unseres Volkes, damit wir es irgendwann unserem gesamten Volk wiedergeben können. Was für ein Wissen ist das genau? Die Lebensweisen unserer Ahnen natürlich. Aus der Zeit der Lethans, bevor unser Volk vom Reich der Menschen versklavt wurde. Wie kommt er an sein Wissen? Durch die anderen Clans und durch Artefakte, die wir auf unseren Reisen entdecken. Das alte Reich war überall, also waren es auch seine Sklaven. Bruchstücke unserer Geschichte sind überall zu finden. Interessant. Was meint ihr mit eurem gesamten Volk wiedergeben? Den Flachohren, die bei den Menschen leben. Wenn wir eine neue Heimat gefunden haben, in der wir uns niederlassen können, werden wir allen Elfen die Lebensweisen lehren, die sie vergessen haben. Die Flachohren, okay. Also die beispielsweise in Denerim, in diesem Elfenviertel. Ich habe noch eine andere Frage über Zethrian. Ja? Wie alt ist er genau? Ich weiß es nicht. Sehr alt. Man sagt, Zethrian könnte einer der Ersten sein, der das wiedererlangt, was unsere Ahnen vor langer Zeit besaßen. Unsterblichkeit. Aber wie ist das möglich? Warum er und andere nicht? Wir alle leben länger als die Flachohren, als die Elfen, die bei den Menschen leben. Und wegen ihres Wissens um die alten Lebensweisen leben die Hüter noch länger. Ich weiß nicht, was Zethrian von den anderen unterscheidet. Vielleicht ist er von den Schöpfern gesegnet. Also das muss mit irgendeiner Art von Magie oder mit irgendeinem Trank oder sonst was zu tun haben. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Ihr glaubt nicht wirklich an diese Götter, oder? Hat euer Volk keine Götter? Ich glaube nicht, dass ich ohne die Hoffnung leben könnte, nach meinem Tod von den Schöpfern empfangen zu werden. Die Schemlin sehen es lieber, wenn wir an etwas anderes glauben würden. Aber ihr Erbauer ist auch nicht gegenwärtiger. Jedenfalls sind die Schöpfer unsere Götter und passen besser auf uns auf als alle anderen. Ich möchte noch etwas wissen. Und was? Erzählt mir etwas über den Wald. Darüber sprecht ihr am besten mit Sayrel. Er ist unser Geschichtenerzähler und kennt viel mehr Legenden als ich. Vielleicht meinte ich auch den vorhin. Ich brauche Ausrüstung. Meister Verathorn müsste alles haben, was ihr braucht. Ihr findet ihn in der Schmiede. Mit anderen Worten, du bist komplett nutzlos, okay. Mögen euch die Schöpfer begleiten. Offenbar ist es bei den Dalish-Elfen hier so, dass je nützlicher man ist, desto mehr Tätowierungen hat man. Die hat gar keine, also wissen wir, was wir von der zu halten haben. Ja, mit Elora haben wir ja schon geredet. Das haben wir uns allerdings noch nicht angeguckt. Wie ihr meint. Okay, hier passiert einfach mal gar nichts, außer dieses komische Quaken. Na gut. Jäger, Elfenmädchen, was haben wir denn hier noch? Zethrian will ja nicht mehr mit uns reden.
Was ist denn mit Verathorn hier? Dalish-Schüler? Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Ach ja, soweit ich weiß, waren die Umstände seines Todes ziemlich tragisch. Es ist unerfreulich, von solchen Dingen zu sprechen. Meine Taten beschämen mich, Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt war, Fremder. Kann ich etwas für euch tun? Das vorhin war nicht das, was er gesagt hatte. Was genau macht ihr hier? Ich bin der Handwerksmeister des Clans und dafür verantwortlich, so viel wie möglich über die alte elfische Kunst der Holz- und Erzbearbeitung in Erfahrung zu bringen. In Wahrheit wissen wir Dalish nur wenig, verglichen mit der Kunstfertigkeit, die wir einst besessen haben. Und selbst dieses Wenige mussten wir über mehrere Lebensspannen erlernen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Der Hüter hat uns verboten, im Wald nach dem Holz zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Und was wäre, wenn ich euch etwas Eisenborke besorge? Ich würde es nicht wagen, euch darum zu bitten. Aber wenn ihr zufällig auf Eisenborke stoßt, kann es nicht schaden, wenn ihr sie mitnehmt. Sie ist blau und ziemlich einzigartig. Ihr könnt nur die Borke nehmen, die der Baum schon abgeworfen hat. Falls ihr welche findet, bringt sie mir. Ich werde sie dann für euch bearbeiten. Was für einen Gegenstand stellt ihr daraus her? Ich mache ziemlich gute Schwerter aus Eisenborke. Oder auch Brustpanzer. Vorausgesetzt natürlich, ich habe genug Holz. In Ordnung. Ich halte die Augen offen, wenn ich im Wald bin. Das würde mich freuen. Aber unsere Jäger haben Priorität. Naja, handeln wir mal mit ihnen. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon. Vielleicht, durchaus. Schauen wir doch mal, was er so hat. Daltanu, Daltanan, Darmisan. Okay, er hat keine wirklich mächtige Waffe. Dalish-Handschuhe. Verstärktes Leder, okay, die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut und vor allen Dingen verbessern sie die Geschicklichkeit. Beschriftetes Leder, Stufe 6, also Tier 6. Wow, ich hab Bock, diese Sachen hier zu kaufen. Das, das und das. Elfenseil, Naturresistenz. Starke Natursalbe, Handbuch Formwandler. Silberbrosche, Steinsalbe. Handbuch Formwandler, da lehren wir einen Magier, dass er quasi Formwandler werden kann. Rezeptur für Säurebeschichtung, Rezeptur der schwachen Natursalbe. Große Schmierfalle. Rezeptur des starken Wundumschlags. Die brauchen wir auf jeden Fall. Neue Quest, seltene Eisenborke. Ihr habt Glück, dass euer Volk noch alles Wissen über die alten Schmiedekünste besitzt. Ihr bearbeitet das Metall so, wie unsere Ahnen mit Holz gearbeitet haben. Ja, kann sein. Gott des Handwerks. Wie ihr meint. June. Ein sehenswertes Zelt. Eine beeindruckende Sehenswürdigkeit, die jedoch ansonsten im Moment nicht weiter bemerkenswert ist. Okay, das heißt, später passiert da noch irgendwas, wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir müssen noch mit diesem Atras hier reden, oder Athras, oder wie man den auch immer aussprechen mag. Schauen wir uns als erstes jetzt mal an, dass wir die Dalish-Handschuhe und so weiter anziehen, was recht gut ist. Ja, Dalish-Stiefel hatte ich sogar schon. Okay. Und die Dalish-Rüstung. Da haben wir wieder unseren Bonus.
Und das sieht doch mal richtig gut aus. Und wir haben dadurch auch mehr Geschicklichkeit bekommen und sind jetzt bei 48, was natürlich echt viel ist. Athras. Andaren Atishan, Fremder. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Ich nehme es ihnen nicht übel. Ich kann sie verstehen. Das ist sehr freundlich von euch. Die meisten würden einfach annehmen, wir seien grundsätzlich unfreundlich. Aber das stimmt nicht. Vor allem nicht gegenüber einem grauen Wächter. Aber wir haben viel verloren. Und in solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Er hat es euch verboten? Es ist uns untersagt, jetzt den Wald zu betreten. Ich hätte mehr Anlass dazu als die meisten, aber ich werde mich meinem Hüter nicht widersetzen. Warum wollt ihr in den Wald? Ich werde darüber sicherlich nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr habt mit Sicherheit größere Sorgen als meine Probleme, Fremder. Überreden bitte, ich würde gerne hören, was ihr zu erzählen habt. Es ist seltsam, so offen mit einem Fremden zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Ich würde es niemandem gestatten, mich von meinem Ziel fernzuhalten. Wenn ich dort hinausgehe, könnte es einen weiteren Angriff geben. Und ich will meinem Clan nicht schaden. Das verstehe ich. Es ist ehrenhaft, an das Wohl aller zu denken. Das hätte ich von euresgleichen nicht erwartet. Wie nett. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist, dann könnte ich Frieden finden. Ich werde im Wald nach ihr suchen. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Neue Quest Opfer des Fluchs. Wir werden sehen, ob wir Danaila finden können. Was ist hier mit der farbigen Tinte? Valasnialma Blutschrift. Können wir ja mal eben lesen. Valaslin Blutschrift. Wenn die Kinder unseres Volkes erwachsen werden, erwerben sie das Privileg, das Valaslin zu tragen, die Blutschrift. Sie unterscheidet uns von den Schemlern und auch von den Elfen, die an deren Seite leben. Sie erinnert uns daran, dass wir unsere Tradition und unseren Glauben nie mehr aufgeben werden. Das Ritual verlangt große Ehrerbietung. Wer das Valaslin so bekommt, muss sich darauf vorbereiten, indem er über die Götter und unser Volk meditiert. Körper und Haut müssen rein sein. Wenn die Zeit reif ist, bringt der Hüter des Wissens des Clans die Blutschrift an. Das geschieht in völliger Stille. Schmerzensschreie gelten als Zeichen der Schwäche. Wer den Schmerz der Blutschrift nicht erträgt, kann auch die Verantwortung des Erwachsenenlebens nicht übernehmen. Der Hüter bricht das Ritual ab, wenn er der Ansicht ist, dass der Kandidat für das Valaslin nicht bereit ist. Daran liegt keine Schande, denn alle Kinder sind verschieden und unsere Vorfahren waren einst erst nach Jahrhunderten erwachsen. Okay. Dann hat die eine deswegen kein Tattoo gehabt. Keine Blutschrift, weil sie einfach noch nicht erwachsen ist. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Was ist mit der Elfenamme hier? Es tut mir leid, aber ich muss mich um unsere Kranken kümmern. Ja, die sehen wirklich krank aus. Jetzt haben wir hier noch Cyril und Cammon. Hallo? Ebenfalls hallo. Wer seid ihr? Ich bin Cammon, ein Lehrling der Jäger, aber ich wünschte, ich könnte ein richtiger Jäger werden. Du siehst aus wie der YouTuber Currywurst. Warum solltet ihr das nicht werden können? Ich sollte darüber nicht mit einem Außenstehenden sprechen. Ihr würdet es nicht verstehen. Überreden. Versucht es einfach. Vielleicht überrasche ich euch ja. Nun, es kann vermutlich nichts schaden. Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen. Sind alle Base so unterwürfige und unfähige Kreaturen? Ich war zu lange ein Lehrling. Um ein echter Jäger zu werden, muss ich das Fell eines Tieres vorweisen können, das ich selbst erlegt habe. Von einem Wildschwein oder Wolf oder irgendetwas.
Ich wollte im Wald auf die Jagd gehen, aber wegen des Angriffs dürfen wir ihn nicht betreten. Das eigentliche Problem ist aber Gaynor. Meint ihr die junge Frau am Feuer? Sie ist diejenige, nach der sich mein Herz verzehrt. Ich habe sie um ihre Hand gebeten, aber sie hat mich kaltherzig zurückgewiesen. Sie sagt, sie würde sich nicht mit einem Lehrling einlassen und nennt mich ein Kind. Aber ich bin kein Kind. Wäre ich ein Jäger, könnte ich es beweisen. Aber ich kann nicht auf die Jagd gehen. Gaynor wird sich nie mit mir einlassen. Ich fühle mich so machtlos. Ich hätte nicht darüber sprechen sollen. Überlasst mich einfach meinem Kummer. Wir könnten ihm Fell geben, aber dann wäre er trotzdem noch kein richtiger Jäger. Es muss einen Weg geben, euer Problem zu lösen. Glaubt ihr, ich hätte noch nicht darüber nachgedacht? Es gibt nichts, was ich tun kann. Habt ihr versucht, um Gaynor zu werben? Um sie zu werben? Ich verstehe nicht, was ihr meint. Verzaubert sie, zeigt ihr, dass ihr sie liebt. Ich hoffe, ich bin nicht zu direkt, aber habt ihr mit ihr geschlafen? Vergessen wir mal. Verzaubert sie, zeigt ihr, dass ihr sie liebt. Ich habe für sie gesungen und wir haben lange Gespräche im Mondschein geführt. Aber solange ich ein Lehrling bin, hat das keine Bedeutung. Nicht für sie. Habt ihr ihr ein Geschenk gemacht? Ein Geschenk? Nein, das wäre unangemessen. Nicht bevor wir verheiratet sind. Ich vermute, ich brauche gar nicht erst fragen, ob ihr mit ihr geschlafen habt. Nein, so etwas haben wir nie getan. Niemals. Ihr habt euch noch nicht einmal geküsst. Natürlich nicht. Ich bin noch nicht einmal verheiratet. Ich habe noch nie jemanden geküsst. Zumindest nicht so. Vielleicht fällt mir ja noch etwas anderes ein. Zum Beispiel? Vielleicht sollte ich für euch mit Gaynor sprechen. Das könntet ihr tun, aber was würde das nützen? Die Situation hat sich nicht geändert. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Wirklich? Ich bin bereit, alles zu versuchen. Das hängt davon ab, was für mich dabei herausspringt. Nein. Ich gehe jetzt und spreche mit ihr. Serranus, Oma Serranus, ich bete zur Göttin der Liebe, dass ihr Erfolg habt. Camins Kummer. Ich will nicht, dass der Kleine Kummer hat. Er erinnert mich an mich. Und jetzt haben wir einen Charakter, der, ja, Überreden hochgeskillt hat. Das muss doch zu irgendetwas gut sein. Also reden wir mit ihr. Haha. Seid erneut gegrüßt. Camin hat mir von euch erzählt. Ihr habt mit ihm geredet? Was hat er gesagt? Nummer 3. Er sagt, ihr mit etwas Glück bekommt euch schon bald ins Bett. Ihr wärt grausam gewesen und er würde euch hassen. Er sagte, dass ihr euch weigert, ihn zu heiraten. Oh, ich erwarte nicht, dass ein Fremder unsere Lebensweise versteht, aber ich kann Camin einfach nicht heiraten. Er ist jetzt schon seit über 2 Jahren ein Lehrling der Jäger und hat es noch nicht geschafft, ein angemessenes Tier zu erlegen. Jedes Mal, wenn er es versucht, ist etwas schiefgegangen. Vielleicht wollen die Schöpfer nicht, dass wir uns vermählen. Ich kann doch keinen Jägerlehrling heiraten, richtig? Was für ein Unsinn, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Überreden. Wenn ihr ihn liebt, ist es doch unwichtig, was er ist oder nicht. Aber was ist, wenn er nie ein vollwertiger Jäger wird? Was wird dann aus unserer Familie? Wenn ihr ihn liebt, dann glaubt an ihn und helft ihm, erfolgreich zu sein. Oh. Ihr habt recht. Ich habe den armen Camin unglücklich gemacht. Kein Wunder, dass er es nicht schafft, seine Jagd abzuschließen. Mercy Runners, ich danke euch. Ihr habt mir geholfen, das Ganze anders zu sehen. Ich gehe und spreche mit Camin. Camin, ich war so dumm. Gaynor, was meinst du? Hast du deine Meinung geändert? Ja, habe ich. Der Fremde hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Ich habe dich unglücklich gemacht und das war falsch. Aber was ist mit meiner Jagd? Ach, das ist mir egal.
Ich weiß, dass du deine Jagd bald abschließen wirst und wir werden glücklich sein. Wir und unsere Kinder. Danke, Gaynor. Du machst mich zu einem glücklichen Mann. Heute fühle ich mich von den Göttern gesegnet. No. Wir sind euch beide sehr dankbar, dass ihr uns geholfen habt, zueinander zu finden. Ihr seid wundervoll. Ich bin so glücklich. Hat hier noch jemand den Drang, sich zu übergeben? Nein? Nur ich? Hier, nehmt dies. Es war lange im Besitz meiner Familie, aber ich hoffe, es kann euch bei eurem Kampf gegen die dunkle Brut nützlich sein. Das ist das Mindeste, was wir für euch tun können. Ich bin so glücklich, deswegen bewegt sich mein Gesicht überhaupt nicht. Morrigan ist dagegen. Ist das krass. In den Tagen nach Zezekils Auferstehung übernahmen die Dunklen jedes noch so kleine Fleckchen Erde. Der Erzdämon trieb alle Länder der Welt vor sich her, Shemlin ebenso wie Elfennen. Weit im Norden, wo die Ebenen mit Hügeln übersät sind und die Erde fortwährend von einer gnadenlosen Sonne erhitzt wird, liegt ein Land, das die Shemlin Underfels nennen. Und dort lebte ein Clan der Unseren und versuchte die Verderbnis zu überleben. Ihr Hüter hieß Ilorin, in seiner Jugend ein Jäger, der es an Geschick mit jedem Wolf aufnehmen konnte. Führte er die Seinen nun weg von der dunklen Brut, die ihnen ja auch stets auf den Fersen blieb. Der alte Jäger wusste, dass selbst Haller nicht ewig laufen können. Sie mussten umkehren und sich stellen oder sie würden einfach überrannt. Am Fuß der Myrdain trieb die dunkle Brut Ilorins Clan in die Enge. In jener Nacht war der Mond wolkenverhangen und über der Erde lag ein unheiliger Nebel wie aus dem Nichts, sodass die Elfen oben und unten nicht mehr unterscheiden konnten. Mitten in der allgemeinen Verwirrung griff die dunkle Brut an. Aber Ilorin war vorbereitet. Überall im Lager hatten die Jäger trockene Gräser und Buschwerk verstreut. Als sie knackende Schritte hörten, beschworen Ilorin und die anderen Haren die alte Magie. Blitze schossen durch die Luft und obwohl sie die dunkle Brut verfehlten, trafen sie sie doch. Denn eine gewaltige Feuersbrunst umgab die Elfen und keiner der dunklen Brut konnte sie überwinden und zu Ilorins Clan vordringen. Was für eine schöne Geschichte. Ja, die beiden haben zueinander gefunden. Besser kann es nicht sein. Sie sind offenbar komplett verschwunden. Warum auch immer. Wir werden als nächstes mit... Wo ist denn Cyril? Wo ist Cyril? Cyril! Wo ist der? Da. Wollte gerade sagen. Mit Cyril reden. Gaynor und Kamen sind also vereint. Wie ungewöhnlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch ausgerechnet darum zu kümmern. Was könnt ihr mir über den Wald erzählen? Ich kenne einige Geschichten über ihn. Unser Clan ist oft hier vorbeigereist. Selbst als die Shemlin noch in dieser Gegend lebten. Wenn ihr möchtet, kann ich euch erzählen, was ich weiß. Es ist keine lange Geschichte. Ja, erzählt mir, was ihr über den Wald wisst. Unseren Legenden nach war der Brasilienwald, bevor die Shemlin kam, ein Aufenthaltsort unserer Ahnen. Sogar noch älter als unsere allererste Heimat. Die Menschen des Reichs kamen hierher und gaben dem Wald seinen Namen. Wir wissen nicht, ob sie Hinweise auf unsere Ahnen gefunden haben. Falls ja, wurden diese Elfen erschlagen oder versklavt. Wir wissen nur, dass hier viele große Schlachten stattgefunden haben. Diese Bäume wachsen auf den Gräbern der Gefallenen, sowohl der Shemlin als auch der Elfen. Und diese Schlachten haben den Schleier zerrissen? So ist es. Wie weise von euch. Es gab hier so viel Tod, dass der Schleier zum Jenseits zerrissen wurde. Die Shemlin kennen das Jenseits als das Nichts, den Ort der Träume und Geister. Wenn der Schleier zerrissen wird, können die Geister ungehindert in unsere Welt eindringen. Der Legende nach ergriff ein mächtiger Geist Besitz von dem Wolf, der dann zu Schattenreißer wurde. Er gab den Fluch der Raserei an andere weiter und schuf so die Werwölfe. Lebt dieser Schattenreißer noch? Zethrian beharrt darauf. Er sagt, Schattenreißer altere nicht wie andere Werwölfe. Schattenreißer ist ebenso sehr ein Geist wie ein Tier und deshalb unsterblich. Er kann vielleicht nicht einmal getötet werden. Auf jeden Fall ist er alt und mächtig, genau wie Zethrian selbst. Es gibt also viele Geister in diesem Wald? Es heißt, der Wald sei verflucht. Geister ergreifen Besitz von den Bäumen, den Wölfen, sogar von den Toten. Sie sehnen sich nach echtem Leben. In dem Wald haben Schlachten stattgefunden? Wer kann schon sagen, welchen Stellenwert dieses Land für das Reich hatte? Und wie viele Elfen hier in der Sklaverei gestorben sind?
Selbst die Barbaren, die versuchten, das Reich zu stürzen, haben auf diesem Boden gekämpft und ihr Ende gefunden. Wie viele Werwölfe gibt es dort? Das weiß niemand. Als die Schemlin in dieser Gegend lebten, konnte der Fluch jedes Jahr auf weitere von ihnen übergehen. Sie sollen dann in den Wald gerannt und nie wieder gesehen worden sein. Letztlich sind dann alle Schemlin fortgegangen. Wir nehmen an, dass die Werwölfe überleben, indem sie den Fluch an ihre Nachkommen weitergeben. Aber sie hatten lange kein neues Blut. Bis jetzt. Sind die Jäger zu Werwölfen geworden? Es heißt, einer oder zwei hätten sich bereits verwandelt, auch wenn der Hüter das bestreitet. Und die anderen werden entweder sterben oder sich verwandeln, außer jemand zeigt genug Mitleid und tötet sie. Ich würde lieber sterben, als ein seelenloses Tier zu werden, das nur auf Beute aus ist. Ihr nicht? Mehr muss ich nicht wissen. Eine letzte Warnung noch. Der Wald ist wie ein lebendiges Wesen. Er verändert sich, wie er will. Verschließt Pfade hinter euch und öffnet neue vor euch. Zu viele haben sich darin verirrt und fanden nicht mehr hinaus. An eurer Stelle würde ich mich bemühen, mir den Wald nicht zum Feind zu machen. Das klingt wirklich gefährlich, aber dann ist ja klar, was der Fluch ist. Er ist auf jeden Fall wahrscheinlich Produkt eines Dämons, eines hochrangigen Dämons. Bisher hatten wir irgendwie in jeder Hauptquest mit den Dämonen zu tun, wo der Schleier eben zerrissen ist. Wir grüßen euch, Kind des Steins. Soweit ich weiß, wollt ihr euch in den verfluchten Wald wagen, um unsere Brüder zu retten. Ich fürchte, eure Bemühungen könnten vergebens sein. Eine ganze Gruppe unserer Jäger ist mit demselben Vorhaben wie ihr in den Wald gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Der Hüter hat mir davon erzählt. Wenn ihr wisst, welche Gefahren euch erwarten, ist es umso tapferer, dass ihr euch an einen solchen Ort wagt. Euer Mut ist beeindruckend. Danke. Ich muss die Verderbnis besiegen. Wenn ich euch helfen kann, werde ich es tun. Nichts kann uns jetzt noch helfen. Am allerwenigsten die Einmischung eines Fremden. Du bist ausgesprochen unfreundlich, Sayrel. Würdest du die Hilfe für unsere Jäger zurückweisen, nur wegen der Person, die sie anbietet? Du beschämst mich, Lethalan. Ich habe meiner Verbitterung gestattet, mein Urteilsvermögen zu trüben. Vergebt mir, grauer Wächter. Es fällt uns schwer, die Lektionen zu vergessen, die die Schemlin uns gelehrt haben. Aber vielleicht kann ich es wieder gut machen. Bleibt noch, während ich den Kindern eine Geschichte erzähle. Dann berichte ich über den Wald, wenn ihr wünscht. Ja, das wäre nett. Dann kommt alle und schließt euch uns an. Also, wie wäre es, wenn wir die Geschichte vom Fall der Dales erzählen? Wer von euch Kindern kennt sie am besten? Ich glaube ich. Ja? Dann komm, Kind. Hab keine Angst vor den Fremden. Nun, was glaubst du, womit sollte eine solche Geschichte beginnen? Mit der Zeit, als wir Sklaven waren? Ja, vor langer Zeit waren unsere Brüder und Schwestern Sklaven eines Reiches, das die Schemlin mit dunkelster Magie errichtet hatten. Sie nahmen uns unsere Geschichte und unsere Sprache und ließen uns nichts. Und dann fiel dieses Reich und wir wurden befreit. Denn Andraste kam mit ihrer Armee und Chartan schloss sich ihr an. Ja, Andraste, die Prophetin der Schemlin, kam aus dem Süden und forderte das Reich von Teewinter heraus. Unser Ahn Chartan kämpfte an ihrer Seite. Und als die Rebellion endete, erhielten wir eine neue Heimat im Westen. Die Dales. Wir begannen, unsere Kultur und Geschichte wieder aufzubauen, die wir in den Jahren der Sklaverei verloren hatten. Wir beteten zu den Schöpfern und machten die Dales zu unserer Heimat. Vielleicht wisst ihr, was danach kam, Fremder. Wisst ihr, was mit den Dales geschah? Die Menschen sind in euer Land eingefallen. So ist es. Sie verübelten uns, dass wir ihren Erbauer nicht verehren wollten, und sie lehnten unsere Lebensweise ab, weil sie sich so sehr von ihrer unterschied. Die Beziehungen der Länder der Schemlin zu den Dales kühlten ab. Sie nannten uns Gotteslästerer und Tyrannen und erklärten uns den Krieg. Sie begannen einen mächtigen Kreuzzug. Ich bin mir sicher, dass es nicht alle Menschen so gesehen haben. Und was ist schlimmer? Die Taten derer, die daran glaubten, im Recht zu sein?
oder die Untätigkeit derer, die wussten, dass sie im Unrecht waren. Oh, wir hatten sicher unseren Anteil an unserem Untergang. Wir hatten angenommen, dass die Schemlin das Geschenk ihrer Propheten nicht so einfach für nichtig erklären würden. Wir irrten. Sie nahmen uns unser Land und zwangen uns, den Glauben an unsere Götter zu entsagen und wie Bettler in den Städten der Schemlin zu leben. Ihr hättet kämpfen sollen. Ihr hättet bis zum Letzten eures Volkes kämpfen sollen. Das wäre besser gewesen, als sich zu beugen. Oh, ist es nicht die Art der Kunari, andere dazu zu zwingen, sich zu beugen? Ich nehme an, wenn die mächtigen Kunari mein Volk angegriffen hätten, hättet ihr einen anderen Rat für uns gehabt. Das wäre etwas anderes. Die Kunari würden euer Volk stärker und besser machen. Die Menschen haben nichts verbessert. Vielleicht. Allerdings haben viele von uns gekämpft. Wir haben gekämpft und verloren. Doch es gab welche unter uns, die sich weigerten, unsere Lebensweise aufzugeben. Sie schmückten ihre Körper mit den Symbolen der Schöpfer und schworen, das alte Wissen am Leben zu erhalten. Das sind wir, das sind die Dalish. So ist es, Kind. Wir zogen die Wanderschaft und Heimatlosigkeit der Herrschaft der Schemlin vor. Und all unsere Clans wandern allein, bis wir wieder eine Heimat haben. Dann bringen wir unseren Leuten die alten Lebensweisen zurück, weil sie alles vergessen haben. Denn wir sind die Dalish, die Behüter des verlorenen Wissens. Die Wanderer auf dem einsamen Pfad. Wir sind die Letzten der Elvenern und niemals wieder werden wir uns beugen. Und das ist die Geschichte der Dales, Fremder. Danke, dass ihr uns gestattet habt, sie euch zu erzählen. Ich danke euch, ich habe sie sehr genossen. Ja. Vielleicht erzählt ihr uns eines Tages auch eine Geschichte eures Volkes. Eines Tages, wenn ihr kein Gast und Fremder mehr seid, sondern unser Retter. Ich kann euch jetzt wie versprochen erzählen, was ich über den Brasilienwald weiß. Wollt ihr es hören? Ja, erzählt mir, was ihr über den Wald wisst. Unseren Legenden nach war der Brasilienwald, bevor die Schemlin kamen, ein Aufenthaltsort unserer Ahnen. Sogar noch älter als unsere allererste Heimat. Die Menschen des Reichs kamen hierher und gaben dem Wald seinen Namen. Falls ja, wurden diese Elfen erschlagen oder versklavt. Das wissen wir schon. Die Schemlin. Der Legende nach ergriff ein mächtiger Geist. Blablabla. Er kann vielleicht nicht. Es heißt. Blablabla. Blablabla. Wir nehmen an, dass die Werwölfe überleben. Blablabla. Jemand zeigt. Eine letzte Warnung noch. Kodex-Eintrag, die Dales. Braucht ihr noch etwas? Was wisst ihr über die Werwölfe? Nur das, was Zethrian uns im Laufe der Jahre erzählt hat. Bis zu dem Angriff habe ich nie einen mit eigenen Augen gesehen. Wie konnten sie euch aus dem Hinterhalt überfallen, wenn sie so dumm sind? Das haben wir uns auch gefragt. Der Hüter sagt, sie seien einfach listig und dass jedes Tier auf der Lauer liegen kann. Aber es schien mehr als das zu sein. Es war geplant. Das sind keine einfachen Tiere. Dann ist die eigentliche Frage, warum der Hüter darauf besteht, dass es anders ist. Warum sollte er lügen? Ich glaube nicht, dass er das tun würde. Aber selbst die weisesten Menschen erkennen nicht immer die Wahrheit, die direkt vor ihnen liegt. Oder sie wollen sie nicht erkennen. Wie kann man sie bekämpfen? Die Jäger sagen, sie seien unglaublich stark und schnell. Und sie sind so zäh, wie man es von solchen Wesen erwarten kann. Wie Wölfe jagen sie in Rudeln, um ihre Kräfte zu bündeln. Aber letztlich sterben sie durch ein Schwert, wie jedes andere Lebewesen auch. Was ihr wirklich fürchten müsst, ist ihr Biss. Wenn ihr infiziert seid, ist es um euch geschehen. Auch wenn es nicht sofort oder plötzlich geschieht. Haben sie irgendwelche außergewöhnlichen Fähigkeiten? Ihr wisst ja, dass sie sich in Wölfe verwandeln können, um sich unter ihnen zu verstecken. Wie kann man sie bekämpfen? Das haben wir gerade gehört. Gibt es eine Möglichkeit, sich vor einer Infektion mit dem Fluch zu schützen? Eine andere, als sich nicht beißen zu lassen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, das genügt mir. Natürlich. Benötigt ihr sonst noch etwas? Nein. Dara Shiral. Ich meine, es ist schon auffällig, dass offenbar alles, was über die Werwölfe bekannt ist, von Zethrian kommt. Und dass es da irgendwie doch schon so ein paar Ungereimtheiten gibt.
Wir werden in der nächsten Folge mit Lanaya reden und dann werden wir uns wirklich aufmachen in den Brazilian Wald selbst und mal gucken, ob wir dort dann auf die ersten Werwölfe treffen werden und was dort noch so alles passieren wird. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.